Und dann ist alles bereit für den 29. Spieltag der Regionalliga West. Lotte in den weißen Trikots stößt an, spielt in den ersten 45 Minuten von links nach rechts. Alemannia Aachen in Schwarz und Gelb von rechts nach links. Bei Aachen fällt auch sicherlich ins Gewicht, dass so jemand wie ein Korzucek angeschlagen fehlt. Aber die anderen probieren das natürlich aufzufangen. Verleihe. Gündüz in der Mitte. Ja, den suchen sie auch, Gündüz! Peitzmeier, das erste Mal, dass sie eingreifen. Ecke 2 für die Alemannia. Die erste war bestenfalls semi-gefährlich. Die zweite reiht sich in dieselbe Kategorie ein. Oh, der geht durch. Verleihe! Pfosten! Das war auch hart an der Abseitskante. Schmidt, Verleihe! Und nichts, was eine Leistung rechtfertigt. Korzucek. Gündüz. Und Jannis hält. Er hat Platz in der Mitte. Korzucek. Jannis hält. Korzucek. 1-0. Alemannia Aachen. Der Joker sticht aber mal sowas von. 3 Minuten 47 nach der Einwechslung. Steht 1-0. Ah, da wird geherzt auf außen, Korzucek. Da lohnt es sich gar nicht erst, künstlich einen Spannungsbogen zu erzeugen. Wenn hinterher so ein Schüsschen dabei rumkommt. Verleihe. Es war ein Tor! An die Latte! Die wackelt immer noch. Wilton. Und jetzt die Alemannia nochmal. Gibt es da vielleicht nochmal einen Treffer? Nee, da wird abgebrochen, zur Eckfahne gegangen. Und es ist immer noch nicht Schluss. Jetzt fliegen Bierbecher, jetzt geht's richtig ab. Und das war's. Alemannia Aachen schlägt die Sportfreunde Lotte mit 1-0. Und einen riesigen, einen gigantischen Big Point. 3 davon sogar. Im Abstiegskampf steht damit jetzt über dem Strich. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.